Das spanische Baskenland. Archaische Landschaften. Pulsierende Städte. Und einige der besten Surfspots der Welt. Die größte Stadt des Baskenlands ist die Heimat des Europäischen Guggenheim-Museums. Geputzt wird es vom sogenannten Spider-Man Bilbaos. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Riesige Höhlensysteme, versteckt im grünen Norden Spaniens. Immer an den Steinen festhalten, nicht am Seil. Pamplona, Austragungsort der kontroversesten Veranstaltung Spaniens. Aber es ist auch Kultur. Da prallen einfach Meinungen aufeinander. Schwere Last, die uralte Tradition des Steinestemmens. Ich mache das schon seit ich 7 bin, also seit 5 Jahren. Ich liebe es. Das Baskenland. Verwunschen, verschroben und widerspenstig. Rund 180 Kilometer erstreckt sich die Costa Basca, die baskische Küste, zwischen den Pyrenäen im Osten und dem kantabrischen Gebirge im Westen. Platz für hunderte Sandstrände und Surfspots. Hola, soy Íñigo. Ya no te falta olas ni viento. Denn Íñigo Sopradillo aus Bilbao ist der Erfinder eines elektrischen Surfboards mit Jetantrieb, das mit über 40 km/h übers Wasser düst. Dabei übernimmt der Motor lediglich die Aufgabe des Windes. Das Surfen selbst bleibt weiterhin dem Menschen überlassen. Und so funktioniert das Elektroboard. Zwei starke Wasserjet-Düsen sorgen für die nötige Power. Zwei Akkus liefern dafür den Strom. Ich habe viele Ideen, aber man kann nicht alles umsetzen. In diese habe ich am meisten investiert. Die beiden Batterien reichen für etwa 40 Minuten Fahrspaß. Der Elektroingenieur hat die Antriebsdüsen sowie die Steuerungselektronik selbst entworfen. Es sieht einfach aus, einen Motor an ein Board zu bauen, aber in Wirklichkeit ist das viel Arbeit. Vor allem, wenn man daraus ein kommerzielles Produkt machen möchte. Denn Íñigo wollte nicht nur selbst mit dem Board fahren, sondern es auch verkaufen. Und zwar weltweit. Dazu muss es internationale Sicherheitsstandards erfüllen. Das Brett ist über ein Unterbrecherkabel mit der Wade des Surfers verbunden. Fällt er ins Wasser, gehen automatisch die Jets aus. Wichtig, denn sonst würde das Board mit seinen 13,5 PS samt dem Surfer möglicherweise hinter dem Horizont verschwinden. Die Geschwindigkeit steuert Íñigo über eine Fernbedienung in der Hand. Eine geniale Idee, die lange bis zur Reife brauchte. Ich hatte die Idee schon vor 15 Jahren. Aber die Technologie war einfach noch nicht so weit. Der Plan war, ein Surfboard zu bauen, das auch fährt, wenn man keinen Wind hat. Gleichzeitig soll der Surfer das typische Gefühl des Gleitens haben. Also haben wir das hier erfunden. Und so gleitet Íñigo über das kantabrische Meer und genießt seine Unabhängigkeit. Und die seines Surfboards. Nach dem Surfen zieht es ihn in die Stadt. Das Café Irunia gibt es in Bilbao schon seit 1903 und wurde im damals modernen, neomaurischen Stil eingerichtet. Doch die Bar ist nur eine von hunderten Pincho-Bars Bilbaos. Benannt nach diesen kleinen Leckereien hier. Es ist typisch, dass sich die Leute hier gleich nach der Arbeit auf einen Drink treffen. Und dann nutzen sie eben auch die Gelegenheit, eine Kleinigkeit zu essen.
Pinchos gehören zum Baskenland wie die berühmte Baskenmütze. Mancherorts liegen ganze Straßenzüge in Dauerkonkurrenz um die leckersten Pinchos. Brötchen, Spießchen, Röllchen. Hunderte Versionen gibt es und jedes Jahr kommen neue hinzu. Angerichtet werden die kleinen Leckereien auf Platten. Warum? Weiß Küchenchef Imanol. Es ist einfacher, als es auf einem Teller zu servieren. Am besten, man hat es an einem Spieß oder so, dass man es mit den Händen essen kann. Sonst braucht man ja wieder Besteck, eine Gabel, ein Messer. Bilbao ist das politische und wirtschaftliche Herz der Region. Reich wurde die Stadt durch ihren Hafen, den Stahlhandel und ihr Bankwesen. Sie ist mit ihren über 345.000 Einwohnern die größte Stadt der autonomen Gemeinschaft Baskenland. Das Image der schmutzigen, grauen Arbeiterstadt, das Bilbao nach der Stahlkrise der 70er Jahre anhaftete, konnte es in den 90er Jahren wieder abschütteln. Maßgeblich durch den Bau dieses Gebäudes. Hola, me llamo Pablo Macía y limpiar el Guggenheim es mi obra maestra. Das Guggenheim Kunstmuseum. Noch sind die Türen für Besucher geschlossen. Bevor es öffnet, soll das Gebäude blitzen. Pablo und sein Kollege kümmern sich besonders um die Glasflächen der futuristischen Konstruktion des Star-Architekten Frank Ogeri. Ich war schon immer der Abenteuertyp, schon als Kind. Aber das professionelle Klettern habe ich erst hier gelernt. Täglich putzt die Crew einen anderen Teil des Museums. Dazu gehört das Staubwischen auf den Stahlträgern, genauso wie die Reinigung der Fenster. Speziell an dieser Wand dürfen wir keinen Druck auf das Glas ausüben. Generell liegt die Gefahr aber eher darin, die Seile falsch anzubringen. Aber wenn man das erst mal gemeistert hat, fühlt man sich gleich viel sicherer. Du merkst, dass beim Abseilen keine Gefahr droht. Du kannst dich entspannen und ganz in Ruhe konzentriert deine Arbeit machen. Dann ist der Abstieg wirklich einfach. Hunderte Quadratmeter putzt Pablo jeden Tag, hängend und kletternd. Das hat ihm den Spitznamen Spider-Man von Bilbao eingebracht. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das sagen Sie zu mir, zu ihm, zu den anderen Kollegen. Das ist unvermeidbar. Im Ernst, wenn ich ein Superheld wäre, würde ich bestimmt etwas anderes machen. Eine Zweigstelle des weltbekannten New Yorker Guggenheim-Museums im eher unbekannten Bilbao. Wie sich später herausstellte, ein tollkühner Coup der Basken. Die Stadt spendierte das Grundstück, bezahlte den Bau von 100 Millionen US-Dollar. Und erwarb Museumsleihgaben im Wert von 62 Millionen aus New York. Instandhaltung inklusive. Jetzt gerade überprüfe ich, dass die Platten wirklich alle ineinander greifen. Die haben ein System, mit dem sie verzahnt sind. Doch im Wind bewegen sie sich manchmal und greifen dann nicht mehr richtig ineinander. Wenn man dann daran zieht, merkt man sofort, dass sie lose sind. Beim Bau des spektakulären Museums rechnete Bilbao mit 600.000 Besuchern jährlich. Tatsächlich kommen seitdem jährlich über 1 Million. Schon nach 4 Jahren hatte die Stadt die Investition für das Museum zurück. Das Guggenheim wurde zum Besuchermagnet für Reisende aus aller Welt. Überall auf dem Globus versuchen seither Städte, den Bilbao-Effekt mit spektakulären Bauten zu kopieren.
Einen Kulturschatz der etwas anderen Art findet man etwa eine Autostunde nordöstlich von Bilbao. Die Einsiedlerkapelle San Juan de Gaztelugatxe. Auf einer Insel vor dem Festland steht die Kapelle aus dem Jahr 1053. Heute ist sie unbewohnt und wäre wohl wegen ihrer versteckten Lage in Vergessenheit geraten, hätten Location Scouts sie nicht für die US-Fantasy-Serie Game of Thrones wiederentdeckt. In der Serie steht auf dem schroffen Felsen die Burg Dragonstone. Seitdem kommen jährlich tausende Fans der Serie und erklimmen die 231 Steinstufen bis zur Kapelle. Dort angekommen, muss der Besucher dreimal die Glocke läuten. Dann soll, lokalem Aberglauben zufolge, ein Wunsch in Erfüllung gehen. Auch das Innere des Baskenlandes wäre die perfekte Kulisse für ein Fantasy-Epos. Endlose Eichenwälder bedecken die hügelige Landschaft, wie hier im Nationalpark Gorbeiako. Die grünen Wälder profitieren vom vielen Regen im Norden Spaniens. Fast viermal so viel Niederschlag im Vergleich zum trockenen Süden. Und das Wasser hat nach Jahrmillionen seine Spuren hinterlassen. Hola, soy Alex. Yo os invito a explorar las cuevas de Euskal Herria de una forma muy divertida. Das Baskenland ist durchzogen von verzweigten Höhlensystemen und bizarren Felsformationen. In der baskischen Mythologie das Erbe der Riesen. Diese Gegend ist voll von Fabelwesen. Das ist die Brücke der Riesen. Sie konnten das Meer durchqueren und das Wasser ging ihnen gerade mal bis zu den Knien. Es gab Shuar, der sich in eine Schlange verwandeln konnte. Und seine Frau, die Göttin Madi, wiederum ist die Mutter allen Lebens. Also, gehen wir rein. Heute führt Alex eine Gruppe Höhlenfans in den Untergrund. Der Eingang ein schwarzes Loch, in dem brodelnd ein Fluss verschwindet. Seine Touren sind weit entfernt von gemütlichen Spaziergängen. Die Höhlen sind meist unerschlossen, bis auf ein paar Kletterhaken, die er und seine Freunde in den Fels geschlagen haben. Das Schöne an dieser Höhle ist, dass wir durch einen Fluss einsteigen. Später wird es dann trocken und der Fluss verschwindet. Es sieht gefährlich aus, aber mit der richtigen Technik und der richtigen Hilfe ist es absolut machbar. Marta und Laurea sind 18 und 20 Jahre alt und zum ersten Mal bei einer Höhlentour dabei. Alex sichert sie professionell und achtet darauf, dass nichts passieren kann. Die Höhle geht kilometerweit in den Berg, geformt über Millionen von Jahren. Während der fünfstündigen Tour gibt es kein Handysignal. Und Licht kommt nur über die mitgebrachten Stirnlampen. Vergiss nie, beide Haken dran zu machen. Und wenn du dich festhältst, immer am Stein, nicht am Seil. Hier, siehst du? Immer so an den Steinen. Und dann an dieser Stelle so. Über 20 kletterbare Höhlen gibt es alleine in dieser Region. Die Teilnehmer sind von ihrer ersten Tour mehr als begeistert. Das Wichtige bei dieser Höhle ist, dass man entspannt bleibt, damit man keine Panik bekommt, wenn man runtersteigt. Für mich war es unglaublich. Es ist eine mystische Erfahrung, in das Innere der Erde zu steigen und alles hinter sich zu lassen. Und der Fluss am Anfang war auch toll. Nach 5 Stunden Kletterei im Inneren des Berges bringen Marta und Laurea ihre letzten Kräfte auf, um das Ende der Höhle zu erreichen. Erschöpft tritt die Gruppe in die wärmenden Sonnenstrahlen.
Jahrhundertelange Tradition und fragwürdiges Volksfest. In Pamplona vom Stier auf die Hörner genommen zu werden, gehört hier fast schon zum guten Ton. Und eine uralte baskische Sportart. Wenn der Vater mit der Tochter Steine stemmt. Gleich bei Grenzenlos. Zurück im spanischen Baskenland. Nur etwa 20 Kilometer von der französischen Grenze entfernt liegt die Stadt San Sebastian. Seit Jahrzehnten ist sie die Sommerresidenz der bourbonischen Könige. Ich bin Hans, lebe seit 30 Jahren in San Sebastian, hier im Baskenland. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich ein baskischer Friese oder ein friesischer Baske bin. Aber ich bin mir sicher, dass ich in der schönsten Stadt der Welt lebe. Den besten Blick auf die Muschelbucht von San Sebastian hat man vom Freizeitpark auf dem Gipfel des Monte Igueldo. Der kleine Park ist eine Kuriosität, denn aus Geldmangel wurde er jahrzehntelang nicht modernisiert. Doch genau das macht heute seinen Charme aus, denn die meisten Fahrgeschäfte sind wahre Antiquitäten, wie diese Achterbahn von 1930. Wie der Park wurde auch die Stadt jahrzehntelang von Touristen gemieden. Das hat sehr wahrscheinlich auch was mit dem Terrorismus zu tun, den es hier früher gegeben hat. Also das heißt, die meisten Nachrichten, die es über das Baskenland gab im Ausland, das hatte alles mit diesen politischen Attentaten zu tun. Und das hat viele Leute abgeschreckt. Und das ist jetzt endgültig begraben, das Thema. Und das merkt man also ganz massiv. San Sebastian lag lange Zeit im Mittelpunkt des baskischen Unabhängigkeitskonflikts. Erst mit dem Beginn des Friedensprozesses, seit 2011, erwacht die Stadt aus seinem Dornröschenschlaf. Häufig wird der Ruf nach Modernisierung laut. Diese Seilbahn von 1912 sollte gegen eine moderne ausgetauscht werden. Doch die Bürger konnten es verhindern und erhielten somit den alten Charme der Bahn. Wahlbaske Hans Harms ist heute unterwegs auf kulinarischer Mission. Er ist Mitglied in einer uralten baskischen Institution, einem Männerkochclub. Er entdeckt Beeren ganz besonderer Art. Das sind also Schlehen. Sieht aus wie Blaubeeren oder Heidelbeeren oder sowas, aber das kann man als Frucht so nicht essen. Wird benutzt für den Pacharan, einen einheimischen Likör. Habe ich selber schon angesetzt, ja. Aber einmal, das war sehr ärgerlich, hatte ich so 10 Liter und dann hat meine Katze das auf den Teppichboden geschubst. Das war etwas sehr ärgerlich. Das Baskenland gilt als Genießerhochburg Spaniens. Jeder Baske behauptet von sich kochen zu können. Hans, der seit 30 Jahren hier wohnt, mit einer Baskin eine Familie gegründet hat, muss heute Abend also liefern. Und als Star unter den baskischen Zutaten gilt der lokal gefangene Weißflossen-Thunfisch. Bitte 1,5 Kilo Thunfisch, gewürfelt für ein Mami Taco. Gerne. Vom Schwanz? Mami Taco gilt für viele als das Nationalgericht des Baskenlandes. Ein deftiger Kartoffel-Thunfisch-Eintopf, wie ihn früher Seeleute zubereiteten. Doch Hans hält auch noch nach anderen Meeresfrüchten Ausschau. Das sind Entenmuscheln. Die wachsen auf den Felsen und das sind also Spezialisten, Leute, die sich ablassen an Leinen und die dann abschlagen und aus dem Wasser holen. Wirklich gefährlicher Job, es gibt auch jedes Jahr Tote und deswegen sind die auch entsprechend teuer. Noch immer ist Hans' Streifzug durch die Geschäfte nicht beendet. Er sucht nach einem wirklich außergewöhnlichen Hauptgericht. Ein Stück Rindersteak, das es so nur im Baskenland gibt. Das Besondere hier, das Fleisch stammt von Kühen, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Vaca Vieja, auf Deutsch alte Kuh, ist eine Spezialität des Baskenlandes. Umgangssprachlich nennen die Spanier sie Chuletones, also Ochsenkoteletts. Das ist aber irreführend. Solange ich hier lebe, das sind 30 Jahre, gab es immer sogenannte Ochsenkoteletts. Aber so viel Ochsen hat es nie gegeben.
Also es sind immer schon Kühe gewesen. Ne? Aber was mir auch neu war, ist, dass es alte, fette Kühe sind. Würde man ja nicht vermuten, ne? Dass sie so zartes Fleisch produzieren. Aber das beste Fleisch, was es gibt. Nun kann sich Hans endlich den Vorbereitungen im Männerkochclub widmen. Baskische Kultur findet man in der Region am ehesten außerhalb der Städte. Hier auf den baskischen Höfen des Hinterlandes wird bis zu 80% baskisch gesprochen. Eine Sprache, die Forschern bis heute Rätsel aufgibt. Kaixo, Joseba Astolaza naiz, Obeliz Euskalduna. Joseba ist Baske durch und durch. Und dazu Meister einer uralten Sportart. Dem Steinestemmen. Diese Tradition ist angeblich schon 3000 Jahre alt. An mir ist einfach alles baskisch. Ich spreche baskisch, denke baskisch. Das ist einfach meine Kultur. Joseba betreibt sogar eine Schule für den archaischen Sport. Seine wichtigste Schülerin, die eigene Tochter Udane. Im Alltag Taxifahrer tourt er am Wochenende mit ihr zu Wettkämpfen und Vorführungen. Die baskische Sprache ist der Ursprung von allem. Sie ist uralt und mit keiner anderen Sprache Europas verwandt. Sie macht die Basken zu einer Gemeinschaft. Zwar sprechen durch die Unterdrückung und Zuwanderung der Franco-Diktatur nur noch etwa 12% der Bewohner baskisch, doch die Tendenz ist steigend. Inzwischen muss an Schulen der Region mindestens 3 Stunden pro Woche baskischer Sprachunterricht gelehrt werden. Udane beispielsweise geht auf eine staatliche Schule, die wieder fast komplett auf Baskisch unterrichtet. Auch alte Traditionen wie das Steinestemmen sind erneut auf dem Vormarsch. Doch der Sport und seine Gefahren sollten nicht unterschätzt werden. Eigentlich ist der Sport gar nicht so aggressiv. Aber mein Meniskus, naja, sagen wir mal, er ist geplatzt. Ich habe damals einen Stein von 225 Kilo gehoben. Und der Meniskus ist einfach geborsten. Die Heri Korilak, auf Deutsch Landsportarten, sind keine Folklore für Touristen. Im Gegenteil, Steine stemmen, Holzhacken und die Sense schwingen sind eine ernste Angelegenheit für Basken vom Land. Vorführungen dürfen auf keinem Dorffest fehlen. Joseba und Udane sind als Vater-Tochter-Gespann im ganzen Baskenland bekannt. Zwischen den landesweiten Wettkämpfen versuchen sie so oft wie möglich, ihre Leidenschaft vorzuführen. Joseba startet heute mit einem 100 Kilogramm Steinquader. Um den Körper zu entlasten, benutzt er eine überlieferte Technik. Die Athleten rollen das Gewicht über die Brust nach oben auf die Schulter. Dann geht es weiter. Mit 175 Kilogramm. Manchmal denke ich schon, den kriege ich doch niemals gehoben. Ich werde mich fürchterlich blamieren. Diese Angst hat man einfach. Aber man gewöhnt sich daran. Dann ist Udane an der Reihe. Die Schülerin gehört zu den Nachwuchstalenten der Sportart. Zur Freude des Vaters konnte sie sich schon früh dafür begeistern. Normalerweise sind die Leute überrascht, weil ich jung bin und ein Mädchen bin. Aber ich mache das schon seit ich 7 bin, also seit 5 Jahren. Ich liebe es. Kritiker sagen, das Stemmen wäre schädlich für Kinder. Doch offiziell heißt es, dass mit der richtigen Technik und professioneller Anleitung eigentlich nichts schiefgehen könne. Was denkt das baskische Publikum über Steine stemmende Mädchen? Ich finde es toll, dass Frauen oder sogar Mädchen an so einer Sportart teilnehmen.
Das Steinestemmen war ja eigentlich immer von Männern dominiert und nicht gerade weiblich. Basken gelten als sehr gesellig. Und daher geht traditionell die ganze Familie nach jeder Aufführung ein Glas Chacolí trinken, den baskischen Weißwein. Zumindest die Erwachsenen. Im Inneren des Baskenlandes liegt die berühmte Stadt Pamplona. Seit 1591 findet hier jährlich eine Veranstaltung statt, die inzwischen das größte Volksfest Spaniens ist. Rund 1,5 Millionen Menschen zieht das San Fermines Festival an. Und jedes Jahr werden es mehr. Auf dem Programm stehen volkstümliche Umzüge und eine Menge Rotwein. Für Pamplona, unsere Stadt, ist San Fermín einfach das Größte. Im Grunde für die komplette Provinz Navarra. Eigentlich für ganz Spanien. Es ist die größte Party, die wir haben. Und wir freuen uns über Besucher aus der ganzen Welt. Und die kommen hauptsächlich wegen einer ganz bestimmten Veranstaltung der San Fermines. Die berühmte Stierhatz von Pamplona. Unter den Augen zigtausender Beobachter rennen hauptsächlich Männer, aber inzwischen auch viele Frauen, mit wilden Stieren durch die Gassen der Altstadt. Der Lauf endet nach wenigen Minuten im großen Stierkampfstadion, wo die Tiere eingestallt werden. Was kaum einer weiß, hier geht es dann erst richtig los. Jungtiere werden in die Menge entlassen und greifen die Läufer an. Hier vom wilden Stier auf die Hörner genommen zu werden, gehört schon fast zum guten Ton. Verletzungen inklusive. Doch kein Grund zur Sorge für viele Touristen. Es ist nur gefährlich, wenn man den Bullen in die Quere kommt. Aber in der Arena, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat sich echt gelohnt, mit dabei zu sein. Toll, kann ich wieder was von meiner Liste streichen. Kritik an der Stierhatz kommt meist aus dem Ausland. Es gibt Leute, die Stierkämpfe mögen und es gibt solche, die sie nicht mögen. Die Zeiten ändern sich. Zwar mag ein Großteil der Bevölkerung den Stierlauf, aber die Stierkämpfe selbst sind nicht mehr so populär. Es gibt immer mehr Menschen, die gegen die Kämpfe sind, die sie als Tierquälerei empfinden. Aber es ist auch Kultur. Da prallen einfach Meinungen aufeinander. Acht Tage lang geht die Stierhatz, die einst Ernest Hemingway mit seinem Buch Fiesta in der ganzen Welt berühmt machte. Traditionspflege der etwas anderen Art findet man in der Hauptstadt Vitoria. Die baskische Stadt gilt als Stilmetropole. Hola, me llamo Ismael Nicolás. Imael interpretiert klassisch baskische Haartracht neu. Und das ganz unparteiisch. Er selbst ist nämlich Andalusier. Eigentlich fällt man mit einer Axt Bäume. Aber früher hat man in abgewandelter Form sie auch beim Friseur benutzt, um die Ponys zu schneiden. Daher diese abgehackte Form. Gegen Ende der Franco-Diktatur rebellierten die Basken. Stil und Haarschnitt wurden zur politischen Aussage. Mehr noch als im Rest von Spanien. Vor allem die Art, wie sie sich anziehen und ihre Haare stylen. Die Basken sind viel stärker und extravaganter als die Südspanier. In den 70er Jahren hieß er Kale Borroca-Stil, angelehnt an jugendliche Stadtguerillas, die baskische Haarschnitte trugen. Heutzutage tritt das politische Statement immer mehr in den Hintergrund. Imael interpretiert traditionelle Haarschnitte neu, macht sie zum Kunstobjekt. Damit hat er schon einige Wettbewerbe gewonnen. Imael, der auch fotografiert, arbeitet momentan an einer Serie für die renommierte Zeitschrift Vogue. Dazu hat er heute einen Fotoshoot angesetzt.
Das Ganze soll vor der urbanen Kulisse der Stadt Vitoria geschehen. Mein Stil ist alternativ. Ich versuche zwar den Grundregeln des Friseurhandwerks zu folgen, der Haarschnitt muss schon zivilisiert sein und zum Stil der Person passen, aber ich versuche immer, dass die Person einzigartig aussieht, egal ob Mann oder Frau. Zurück in San Sebastian. Sommerresidenz der Bourbonen. Hans Harms lebt schon seit 30 Jahren hier und ist Mitglied in einer wirklich baskischen Institution, einem Männerkochclub. Hallo, Schatti. Hier sind deine 3 Kilo. Sein Choco, wie Kochclub auf Baskisch heißt, ist nur einer von Hunderten in San Sebastian. Gegründet 1931 unter dem Namen Aitzaki, das heißt so viel wie Ausrede. Das Clubhaus steht für rund 130 Mitglieder offen, die sich per Computer in die Liste eintragen. Doch woher kommt diese Tradition? Also hier, die meisten Leute waren ja Fischer, die zur See fuhren. Und in der Zwischenzeit, die Frauen haben die ganzen Entscheidungen getroffen zu Hause. Und dann kommen die Männer wieder und was weiß ich, die Möbel sind verstellt, andere Vorhänge. Und dann fangen die sich an einzumischen und wieso dies und wieso jenes und so. Und nach 3 Tagen haben die Frauen die Schnauze voll und sagen raus. Ne? Und dann treffen sie sich eben wieder auf der Straße frustriert. Und dann kommen sie auf die Idee, Mensch, wir mieten ein Lokal oder einen Keller oder so. Und dann kaufen wir bei einer Bodega den Wein ein und dann trinken wir zusammen. Und dann haben sie angefangen zu kochen. Eine Tradition, die inzwischen über 200 Jahre alt ist. In die Clubs reinzukommen ist schwierig. Die Plätze werden meist vererbt. Frauen sind unerwünscht. Genauso nervige Themen wie Politik oder Religion. Verdursten wir hier eigentlich oder holt mal einer den Weißwein raus? Ah, da kommt er. Wird auch Zeit. Du brauchst ein Glas? Wo sind die Gläser? Ah, hier drüben. Chacoli heißt der baskische Weißwein, den die Winzer aus einheimischen Trauben herstellen. Es wird nicht viel davon exportiert, weil die Hälfte der Produktion an unsere Männerkochclubs geht. Da bleibt nicht viel für den Rest der Welt. Baske Schotti macht heute Marmitaco, einen typisch baskischen Thunfischeintopf. Der 32-Jährige hat einen deutschen Vater und in Österreich Architektur studiert. Zeig mal Thunfisch her. Und hier, wo ist er denn? Ist ja auch schon gestückelt? Fix und fertig. Oh, perfekt. Ja, schaut doch mal her. Alles mal. Auch über 75 Jahre nach der Gründung des Kochclubs Aitzaki halten die Mitglieder die Gründungsregeln hoch. Besonders Deutsch-Baske Hans hat die Regeln verinnerlicht. Von Montag bis Freitag abends sind keine Frauen zugelassen, auch draußen nicht. Ist einfach so. Zum Schrecken mancher Mitglieder weichen die Regeln in anderen Chocos bereits auf. Nicht so im Aitzaki. Hier will man kulinarisch lieber für sich genießen. Wie zum Beispiel typisch baskische Entenmuscheln. Nein, nein, nein. Das ganze Ding ist das Fortpflanzungsorgan. Der Körper der Muschel klebt größtenteils am Felsen fest. Sie öffnet normalerweise eine Art Bart, der sonst das Wasser filtert. Aber wenn sie sich fortpflanzt, öffnet sie sich und all diese Fäden schwimmen raus. Normalerweise treffen sich die Clubmitglieder etwa einmal im Monat in kleinen Gruppen, den sogenannten Quadrigas. Männerfreundschaften sind im Baskenland enorm wichtig. Genauso wie das ein oder andere traditionelle Gericht. Das ist aber üblich ein Eintopf, das man auf dem Schiff gemacht hat. Ja, also es ist ein Eintopf, das sehr simpel ist zu machen. Das kommt von den Fischern, wenn die rausgefahren sind. Die haben dazu einfach die Fischreste verwendet. Alles zusammen in einen Topf. Und das Billigste, was man damals dazu kaufen konnte, war Brot. Das ganze harte Brot, was übrig geblieben ist,
als sie auf dem Schiff waren, haben sie ja praktisch einen Topf reingehauen und das haben sie irgendwie aufgekocht. Endlich ist auch Zeit für Hans Lieblingsgericht. Steak von der 18 Jahre alten Kuh. Es ist extrem zart. Es ist wirklich ein wunderschönes Stück Fleisch. Butterzart, wirklich. Zergeht auf der Zunge. Ja. Hätte ich so ein Gebiss, was ich mir rausholen könnte, würde ich zeigen, wie man es auch ohne essen kann. Man muss nicht kochen können, nur gerne essen, um in einem Choco-Mitglied zu sein. Wer nicht kochen kann oder will, kauft ein, deckt den Tisch oder verwaltet die Finanzen. Am Ende ist nur eins wichtig, das gemeinsame Essen. Man hat eigentlich immer einen schönen Abend. Und man kann wirklich über alles offen reden. Es sind sehr starke Diskussionen dabei, aber nächste Woche trifft man sich genauso wieder. Oder? Richtig, aber offiziell ist es verboten, über Politik zu reden. Ja, kommt auf die Sozialkommission. Die Mujeres. Die Mujeres. Nur Frauen. Frauen, darüber kann man reden. Frauen. Oder Autos. Bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Die schnellste Sportart der Welt. Pelota ist ebenfalls typisch baskisch. Gleich bei Grenzenlos. Zurück in der wilden Schönheit des Baskenlandes, Spaniens grünem Norden, der Heimat der schnellsten Sportart der Welt, Pelota. Dieses baskische Ballspiel wurde mit nur einem Hintergedanken geboren, dem Wetten um Geld. Hola, soy Asier Zalacain y acepto cualquier apuesta. Und so funktioniert Pelota. Von der Aufschlaglinie kommt der Ball ins Spiel. Entweder wird 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gespielt. Der Ball darf nur einmal auf dem Boden auftreffen, ähnlich wie beim Squash. Gespielt wird meist in Sätzen. Und das Publikum kann jederzeit Wetten abgeben. 25. 5. 50 auf die Roten. Das Spiel dreht und wendet sich. Eine Tafel zeigt die aktuelle Gewinnquote an. Momentan ist die Quote 100 zu 20. Ich habe einen Kunden, der will aber 20 zu 100 setzen, weil er glaubt, das Spiel dreht sich noch. Und ein anderer Kunde hat auf die Favoriten gesetzt. Er setzt also 100, um 20 zu gewinnen. Pelota ist geliebt und gefürchtet für die schnellen Wendungen des Spiels. Nimmt ein Zuschauer eine Wette an, wirft Asia den Wettschein in einem ausgehöhlten Tennisball zu. Die wettende Zuschauerin nimmt den Schein raus und ersetzt ihn durch den Wetteinsatz, in diesem Fall 20 Euro. Pelota kann man auch mit der bloßen Hand spielen. Aber für Pelota Chayalai benutzen die Spieler besondere Schläger. Die werden in den Clubs von Hand gefertigt, und zwar aus Schilf, dem Holz der spanischen Kastanie und Ziegenleder. Die Spieler schnappen den Ball mit der Spitze auf und mit einer Drehung des Körpers verleihen sie ihm zusätzliche Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h. In der Arena hat sich das Spiel inzwischen gewendet. Die vormals unterlegene Mannschaft hat den Favoriten überholt. Ich gebe dem ersten Kunden 30. Er will unbedingt auf die Verlierer setzen. Nicht so wie der andere, der auf Nummer sicher geht und 100 setzt für 30 Euro Gewinn. Für die Besucher ist das Wetten der spannendste Teil des Spiels. Bei diesem Sport geht es nur ums Geld. Wegen der Geschwindigkeit des Spiels weiß man nie, wer bei Pelota gewinnt. Das Spiel ist zu Ende. Die Favoriten waren unterlegen. Doch nächsten Samstag können sie auf eine Revanche hoffen. Wilde Küsten, magische Orte, das Baskenland.
Von der Natur reich beschenkt und ein Reiseziel, noch weit abseits des Massentourismus. Die Städte, Zentren für Architektur und Design. Das Guggenheim-Museum, neues und berühmtes Wahrzeichen der Stadt Bilbao. Lebensfreude und Esskultur. Archaische Landschaften unter und über der Erde. Das Baskenland. Verwunschen, verschroben, widerspenstig und immer eine Reise wert.